Ja, Freunde, und da sind wir angekommen in den Bonusteilen. Hallihallo, herzlich willkommen. Erstmal Radio. Ich freue mich, dass ihr auch jetzt wieder mit dabei seid, wenn es losgeht hier bei GTA 5 mit den Bonusteilen. Im letzten Teil mussten wir ja leider mit ansehen, wie das Spiel zu Ende geht. Okay, eingehen Anruf. Trisha. Trevor. Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Is he treating you well? If you ever... You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Oh, Patricia. I really miss you. I have to go. Oh, schade. Und er macht sich keine Gedanken darum, warum sie auflegen muss. Na, schon, schön, schön. Ja, also wie gesagt, es geht los mit den Bonusteilen, wo ich jetzt hier versuche, so nah wie möglich an die 100% zu kommen, denn ich habe viel liegen lassen im eigentlichen Let's Play, das ja, wie gesagt, im letzten Teil überraschenderweise schon zu Ende gegangen ist. Ja, über die Credits, über die Länge habt ihr euch auch schon sehr gut ausgelassen, da bin ich gut einer Meinung mit euch, denn es ist wirklich mega mobsmäßig lang. Und ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, dass man jeden Titel, der hier spielt im Radio, ob man den wirklich haargenau aufzählen muss und dies und das und jenes. Aber man weiß auch nicht, was halt auch mit den einzelnen Publishern, die Songs vereinbart wurde. Und von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. So, Fremde und Freaks, ich muss jetzt leider Gottes alle Missionen machen, die ich liegen gelassen habe. Und diese Mission hier, wo es jetzt hingeht, wo wir ganz in der Nähe sind, die hasse ich ganz besonders, denn da müssen wir Wölfe abknallen und das finde ich richtig, richtig ätzend. Aber ich habe gesagt, ich komme so nah oder hoffe so nah wie möglich an die 100% ranzukommen und das ist leider auch das und egal. Da geht's jetzt hin und dann, werden wir das mal machen, wenn der überhaupt da ist, denn es ist ja im Prinzip, was ist das hier, früher Morgen oder später Abend oder früher Abend, ich weiß es nicht. Ach, da ist er. Guten Tag. Hey, Idiot. What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. 'Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey. You want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right then, up here with you. Naja. Ist das Krankenwagen? Oh ja, das ist Krankenwagen, okay. Just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already did. Screw them. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Alter, wo bist du? Ich glaube, ich stehe falsch. Moment, ich spiele gerade mit Gamepad. Ich muss mich erstmal ein bisschen ranfuchsen. The question ain't why. Da. It's why the hell not. Yeah, that's it. Give him hell. Shoot another one. Another one. Wo ist denn der Kack? Da. Boom! Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Klar. Tolle Idee, die du da hast, Tiere abzuknallen. Du Idiot, ey. Echt, ey, könnte ich mich so drüber aufregen. So, what now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Well, we'll take your vehicle then. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, farm to table bullshit.
You know, I could maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. If you keep on criticizing my shooting, you'll be starring in a snuff with that rifle. You really planning on walking there? Ja, sicher. Wir sind ja jetzt da. Here we are. Ja, also. Idiot. I bet you never shot out the tires on a car before? Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I want to see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old-fashioned fun. Ach ja, okay. Das war ja auch nochmal. Ach guck mal, da ist schon eine Mietekatze. Scheiße. Moment, dich will ich. Scheiße. You're slower than molasses on a cold day. Ja, Moment. Erstmal muss man ein Auto finden hier, du Idiot. Hier kommt kein Auto. Nice. Go on one more, just for the hell of it. Give me strength. Boah, ist der schnell. Ach, Trevor, lad ein bisschen schneller. Anybody can ping the bodywork. That's it, beauty. In again, Trevor. Oh Mann, ey. Hellfire. Komm, geh da mal weg. I never knew you were such an agitator, Cletus. All these damn tourists coming out here to gawp at rednecks. Give them what they want, I say. Boah, sind die schnell, ey. Seen that before. Hellfire, Trevor, you ain't rushing this, are you? Ah, guck mal hier. Looks like maybe you could use some more practice. Right, let's change it up. Come on, follow me. Jesus! Wohin? Irgendwie ist mir das damals besser von der Hand gelaufen. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks a tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Was? Ich spiele jetzt wieder mit der Tastatur, weil irgendwie... We'll get a better shot from up here. Was ist denn los? Warum rennt der denn jetzt permanent? Irgendwie ist ja alles wieder ein bisschen komisch. Ja, jetzt müssen wir auch die armen Hundis. Ich hasse diese Mission dafür. Ich hasse dieses Spiel dafür. Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Ach nee. Ach, das kann doch nicht sein. Damn varmints always getting at the trash and chicken. Worst thing about the Alamo Sea, coyotes. I don't know. I can think of a couple more things. You're just spooking them. Ich kann nicht. Ich kann echt nicht. Ach, Scheiße. Time to fish or cut bait, Trevor. Don't even try. I have three speeds. On, off, and don't push your luck. Was ist, wenn ich den umbringe? Don't be going soft on them critters now. Don't aim at something you ain't prepared to kill.
Was ist, wenn ich den kille? Was passiert dann? Don't get your panties in a wad now. Have we got coyotes down there and a chicken up here? Na, siehst du mich, was ich mach? Na, siehst du's? Siehst du's? Siehst du's? Soll ich dir mal ins Fernglas schießen? Ich würde jetzt mal zu gern wissen, was passiert. Jobby. Nobody can accuse us of being hellraisers now, can they? Servants of the community, Cletus. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Absichtlich. Ich kann es echt nicht. Ich bin so eine Lusche. Ich bin so eine Lusche. Was? Was ist denn jetzt los? Was ist das? Coyote tried to take off with one of my ferrets last week. I cleaned it, skinned it, and cooked it with one shot. Christ alive! Ich kann gar nicht auf den schießen. Ich kann nicht auf den schießen. Doch jetzt, aber irgendwie tut sich nichts. Oh Mann, fuck, Mann. Don't be going soft on them critters now. Damn, you're shaking like a dog. Ach, ich bin so eine Lusche, ey. Ich bin so eine Lusche. Mann, es sind nur. Ach, guck mal, die haben sogar was Kleines dabei. Das ist Papa, Mama und Kind. Ach. Ich mach die Augen zu. Ich mach die Augen zu. Be quick about it, or they'll get wise to you. Ha! Sing to me now, song dog, and another. Ich hab's nicht gesehen, Freunde. Ich hab's nicht gesehen. Time to fish or cut bait, Trevor. Scheiße, jetzt muss ich hingucken. Dropped it like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. Oh Mann, wie oft, wie viel denn noch, Mann? Scheiße. Hellfire! That should do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Ganz toll. Naja, Hilfe, Hilfe. 2 für 1. Aber immerhin haben wir dafür Kohle gekriegt. Die Option automatisch, ja, ich weiß. Smell you coming. Halt die Fresse. Ich mag ich nicht. Die mag ich echt nicht. So, Auto. Ich brauche ein Auto. Ich glaube, da hinten links steht's, ne? Ich hasse mich jetzt dafür. Ich hasse mich echt dafür. Ron, hey Trevor, hab eben was Cooles beim Wohnwagen vorbeigebracht. Guck's dir mal an, wenn du Zeit hast, Ron. Wer ist das? Weißt du, so ein Ungeziefer kann man dagegen gerne mal abknallen. Ups. Drogendealer und Zuhälter und was weiß ich was alles. So, weiter geht's. Okay, wieder dahin, zu uns nach Hause. Jawohl, ja. Und auf geht's. Oh, ich glaube, das könnte das neue Lied sein, was ich hochgeladen habe, von dem ich euch im Let's Play erzählt habe. Ja, ich glaube, das ist es. Dann lauschen wir mal. Ja, das ist es. Hört man jetzt leider noch nicht viel. Lauschen wir mal. Naja, ein andermal. Ansonsten würde das, glaube ich, jetzt hier zu langweilig werden. Smells like home.
So? You've done well for yourself. Guck mal, wer da ist. What are you doing here? Nee. Is that how you greet your mother, Trevor? Die Mutter? I didn't know they let you out. So you never wrote to me. You never visited. Well, I bet you never found a girl. Tell me, Trevor. Are you gay? No. Is that what this is all about? No. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma, nothing. Not a peep. I carried you in here. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were an ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me, of your own mother. I've been here for hours, and have you gotten me a drink or a cigarette or massaged my feet? I'm an old woman, and you, in the prime of life, have you nothing inside? I'm so sorry. There, it's okay, son. Was denn jetzt? Oh, that's enough! Was? Here I am, old and tired and alone. I'm so sorry for everything. Exactly. For everything. I'm an old woman, Trevor. I don't got no insurance. Oh, I got money! I don't want your goddamn money! Is that what you think I am? A prostitute? Still? You're sick. What can I do? I'm in a lot of pain. I need you to get me some more Delutamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000-milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know you need a father figure. Ist die Frau ekelhaft? Ist die Frau ekelhaft? Finde einen Lieferwagen mit dem Logo von Pharmaceuticals drauf. Ist ja ekelhaft. Was ist denn bitte jetzt mit Trevor los? Wieso hat er denn auf einmal keine Eier mehr in der Hose? Das ist ja furchtbar. Wo ist Patricia? Die muss her. Die muss, also wirklich. Das wäre jetzt traumhaft, wenn die beiden zusammenfinden würden. Die Mutter geht wieder in den Knast, wo sie hingehört. Und er kommt mit Patricia zusammen. Das wäre so cool. Oh, oh. Wo will er hin? Im Kreis fahren? Ich komm mit. Wo will er hin? Was macht der? Wo will der hin? Ich habe immer gedacht, die fahren ja alle irgendwie mit einem Sinn durch die Gegend, aber ich glaube, das muss ich revidieren. Also im Moment eine sehr komische KI. Der fährt im Kreis? Ist jetzt nicht dein Ernst. Nun gut, aber ich denke auch mal, das mit dem Laster ist jetzt nicht wirklich primär. Was ist dahinter? Okay, das haben wir gekauft.
Gibt's hier irgendwo was in der Nähe, was wir kaufen könnten? Nein, gibt es nicht. Los Santos Konzert. Aber wir können mal unser Auto hier ein bisschen pimpen. Denn das ist ja unser persönliches, privates Wägelchen. Und da werden alle Änderungen dran gespeichert. So, sagt dann bei mir. Und weil ich euch glaube, werden wir es jetzt mal machen. Denn unser kleines Fettfettchen hat es, glaube ich, verdient, mal ein bisschen gepimpt zu werden. Und ja, wie gesagt, das... Was? Was war das denn jetzt gerade? Hm, sehr komisch. Aber es ist wirklich sehr erstaunlich, dass seine Mutter jetzt auf einmal auftaucht. Von der Idee her geil. Aber ich finde, das passt nicht zu Trevor, dass er jetzt auf einmal keine Eier mehr in der Hose hat. Ich meine, gut, klar, es ist seine Mutter, aber... So hätte ich Trevor jetzt nicht eingeschätzt, ehrlich nicht. So, da vorne sind wir. Ach, da hinten. Ah, guck mal. Guten Tag. Fahrzeug reparieren. Naja. Panzerung? Guck dir das Geld an, was wir haben. This is some special op stuff. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Igitt, ist ja ekelhaft. Was, das ist alles? Ne, also so gefällt er mir immer noch am besten. Irgendwie sind ja auch beide scheiße. Irgendwie sind beide scheiße. Nein. Was ist das? Nein, will ich! Okay, lassen wir es. Muss ich nicht verstehen. Kotflügel. Oh, hallo. Lackiertes Set. Carbon-Set. Nee, schon lackiertes Set. Ah, ne. So, Kühlergrill. Ne, der sieht schön aus. Lufteinlass, aber natürlich. Eieiei, jetzt geht's los. Na, oder doch? Die ist cool. So, Scheinwerfer, natürlich. Xenon. Neon Kids. Neon Anordnung. Jawohl, ja. So, Standard bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Nummernschild brauchen wir nicht. Lackierung. Naja, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Nee, komm. Überrollkäfig. Was haben wir denn da? Ach, herrje. Carbon mit Frontschutz, Carbon und Hörner. Das sieht cool aus. Chrom, Frontschutz. Ja. Getriebe. Turbo, was auch noch? Leco mio. Reifentyp. SUV. Hm.
Eindeutig zu viel. Die sehen schick aus. Naja, wobei die hier oben haben mir am besten gefallen. Diese hier. Ah, Felgenfarbe. Flammenrot, Granatrot. Rot. Rot ist immer gut. Reifenzubehör. Tuningreifen, natürlich. Schusssichere Reifen, natürlich. So, ich würde sagen, was Fenster haben wir auch? Keine. Ja, stimmt, wir haben keine Fenster. Ach, Tönungen. Ach so. Was ist Limousine? Ach so. Naja, Fenster haben wir eigentlich nur das vorne. Das. In den Seiten haben wir ja gar keine. Das sieht doch scheiße aus. Ja, ich würde sagen, so können wir es lassen. Und ein Fahrzeug zu reparieren, zu modifizieren oder umzulackieren. Nein. What's wrong with her now? Kamera bewegen, auswählen, zurück. Ja, danke. Wow. Na, das sieht doch mal nicht schlecht aus, oder? Das sieht doch echt nicht schlecht aus. Schickes Autokin. Na, wollen wir mal schauen, was es so drauf hat. Moment mal, wieso kann man das denn kaufen? Kaufen, kaufen, kaufen. Nur Franklin kann diese Immobilie... Oh. Ganz toll. Also ich würde sagen, Trevor hat jetzt ein richtig schönes Fett. Was haben wir hier in der Nähe? Da haben wir was. Mary Ann. Ach, gucke an. Würde ich sagen, mach mal das. Aber jetzt, auf Anhieb würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt nicht wirklich eine Verbesserung haben. Also ich kann jetzt, also vom Turbo irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte eine schnellere Beschleunigung erwartet. Wollen wir mal jetzt schauen hier im Gelände. Da, wo er ja eigentlich hingehört, mein kleiner SUV. Wow. Ja, doch. Man merkt schon ein bisschen was. Ah ja, doch, das Geld hat sich gelohnt. Ich finde, es sieht so auch wesentlich besser aus. Bulliger. Mary Ann, Mary Ann. Mir fällt jetzt irgendwie das Bild zu Mary Ann nicht ein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wer das nochmal war. Ich glaube, das war mit einer der ersten Missionen, die ich gemacht habe. Kann das sein? Hm, naja, egal. Genießen wir einfach die Gegend hier und lass uns überraschen. Ich bin überrascht, dass ich auch noch nirgendwo gegengedotzt bin. Was ist denn jetzt hier auf einmal so viel los? Ein kleines Reh. Die Hörner, die sind so geil. Ja, aber ansonsten, was gibt es zu sagen? Ein neues Let's Play steht in den Startlöchern, keine Sorge. Was es sein wird, werde ich noch nicht verraten. Und wann es losgeht, kann ich euch leider auch noch nicht sagen. Aber lange dauert es nicht, keine Sorge. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen hier um GTA 5 kümmern. Dann nachher noch um Metroid Prime. Ja, balla. Da bin ich nämlich auch relativ gut vorangekommen. Und ja, bin jetzt kurz vorm Ziel, würde ich jetzt mal so sagen. Wieso steht denn da oben die ganze Zeit minus 4000? Das irritiert mich. Geht das jetzt weg? Nein, es geht nicht weg. Das ist sehr komisch. Hm. Und, ja. Das hört sich an wie Michael. Ich habe eben schon dran gedacht, wo ist Michael? Aber, naja, egal. Saints Row, das wird uns jetzt etwas längere Zeit begleiten. GTA 5 hier, wie gesagt, werde ich die Bonusteile noch machen, so nah wie möglich an die 100% zu kommen. Dann ist das Spiel auch abgeschlossen. Ja, und Metroid Prime, da denke ich auch mal in den nächsten Tagen, dass ich dieses Spiel abschließen kann. Heißt also, Platz für zwei neue Let's Plays. Und ja, da bin ich sehr gespannt, ob euch, hoppla, meine kleine Auswahl dann gefallen wird. Ach, die war das.
You know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant, everything. Well, fuck you. And I don't care that we just met last week, all right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Oh, I wish you were dead. I really do. Huh? Oh, I love you. Oh, let me take you away from all of this. Psycho! He's gonna impregnate my ex via a surrogate! Me, the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! You're thin, you're irrationally angry, nothing you say makes any sense. You are completely have no control of your emotions, we have nothing in common! Oh, baby, we're made for each other! Sit on the bike, now! Oh, was? Sweet Jesus. Oh, hey, sweet Jesus! Was? Was? Nein! Gib doch mal. Ach ja, hier mit dem Scheißteil geht das ja nicht. So ein Scheiß! Kacke! You are just perfect, crazy cakes. Ach man! Ich hab vergessen, hier mit dem Controller irgendwie nimmt der die Befehle nicht an. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Das ist irgendwie komisch. Scheiß, und sie ist weg. Und ich bin wieder allein, allein. Denn sie ist weg. Komm, Trevor, mach doch mal What the hell? 2 von 2. Gib doch mal ein bisschen Gas. Nope. Ist sie bekloppt? Ach toll, Mann. Ich muss ein bisschen Gas geben hier. Los, komm, Trevor, jetzt aber, komm, gib Gas. Oh nein, komm, nach hinten ist sie. Und hoch. Scheiße, ich krieg sie nicht mehr. Kacke. Oder doch, auf jeden Fall ist sie wieder in Sichtweite. Oh, ich muss bestimmt Erster werden hier. Jesus. Oh, da ist Hasi. Hasi. Vorsicht, Hasi. Komm, Trevor, gib Gas. You're incredible. Marry me. Be done with this. Komm, gib Gas. Ah, give me a break. Yeah. Komm, Trevor, gib Gas. Scheiße, das ist das Ziel. Nein! Was? No. I'm not letting you get away. Scheiße. Kacke. Na, ah, ich bin Zweiter. Das Rennen wurde verloren. Na toll. Pff. Nochmal. Ja, klar. Und sie ist direkt. Hallo, Trevor, gib doch mal Gas. Muss ich das jetzt auch erst pimpen oder was? You are just perfect, crazy cakes. Wow. Wieso legt er sich immer die ganze Zeit nach vorne? Ah, nee. Das ist nur er. Sie nimmt die Omen. Okay. You're incredible. Marry me. Be done with this. Wieso haut die so ab? Lecko mio, ey. Komm, Trevor. Gib Gas. Your honor, I took out the alpha male. Evolution demands that we rut like beasts. Oh God, bury the misogynistic law of the jungle bullshit.
let me enable you! Vorsicht, Hasi! Du blöde Kuh! Keine Ahnung, warum ich immer springe. Scheiße, die hat mich aufgehalten. Habt ihr das gesehen? Okay, jack me off into a cop. Slap me around. We got options, baby. You need help. We both do. Ich hab das Gefühl, ich komme so näher. That's why it's so perfect. Watch where you're going. Come on. Nein, nein, nein. Noch nee. Nö. Nö. Och, nö. Du blöde Kuh. Freunde, wir sehen uns im nächsten Teil wieder, dann mit einem weiteren Versuch bei diesem wunderschönen Rennen. NRW Boy 18. Adieu.